1979 gründet die österreichische Lehrerin Grete Häusler den Bruno Gröning Freundeskreis. Sie will die Lehre des 1949 als Wunderheiler bekannt gewordenen Gröning und die darin begründete Heilung auf geistigem Wege notleidenden Menschen zugänglich machen. Doch der Freundeskreis umfasst zunächst nur eine Handvoll Freunde. Das waren alles Wohnzimmergeschichten. Das war nie im Hotel oder so. Wir sind immer ins Wohnzimmer, Krankenbetten gefahren, Hausbesuche einzeln. Das waren alles immer nur ganz, ganz persönliche Einzelgeschichten. Mit der Zeit wächst der Freundeskreis und obwohl Gröning schon 1959 gestorben ist, geschehen immer wieder eindrucksvolle Heilungen. Nach einer Woche war das wie weggeblasen. Bis heute. Ich habe keine Rückenschmerzen und nichts mehr. Ab dem 22. Oktober 98, ab diesem Abend bis heute, habe ich keine harten Drogen mehr genommen. Kein Heroin, kein Kokain, keine Tabletten, gar nichts. Heute ist der Bruno Gröning Freundeskreis eine der größten weltweit tätigen Vereinigungen zur Heilung auf geistigem Wege. In über 100 Ländern treffen sich Freunde Bruno Grönings zu Gemeinschaftsstunden. Ärzte prüfen die vorgelegten Erfolgsberichte und sind sichtlich beeindruckt. Das war für mich ein richtiger Moment, ein besonderer Moment, als ich dann die Unterlagen gesehen habe, Vor- und Nachbefunde, wo ganz offensichtlich war, durch objektive Untersuchungen, also nicht nur ein Gefühl von dem Menschen, dass da etwas passiert ist, nämlich eine Heilung. Ich weiß noch, wo ich die Heilung im Rechner hatte und drauf geschaut habe. Ich habe den Mund offen gehabt und habe lange diesen Bildschirm angeschaut und mir ist nichts mehr eingefallen. Und genauso stehe ich heute da. Ich kann das nicht erklären. Zum Bruno Gröning Freundeskreis gehört auch ein eigener Verlag, der es sich zum Ziel gesetzt hat, das Wirken und die Lehre Bruno Grönings den Freunden des Freundeskreises, aber auch der Öffentlichkeit näher zu bringen. Das Verlagssortiment umfasst ein reichhaltiges Repertoire aus Büchern, Hörbüchern, Musik-CDs, DVDs und Jahreskalendern sowie einer Informationszeitschrift. Begonnen hatte alles Anfang der 80er Jahre mit dem Wunsch Grete Häuslers, die Geschehnisse um Bruno Gröning wahrheitsgetreu in einem Buch festzuhalten. Nachdem ihre Suche nach einem Autor erfolglos bleibt, macht sie sich schließlich selbst an die Arbeit. Und da hat sie das Buch geschrieben, Hier ist die Wahrheit an und um Bruno Gröning. Blauäugig, naiv ist sie mit diesem Buch durch die ganzen Verlage gegangen, hat gedacht, jetzt werden sie sich alle drum reißen, das Buch zu drucken. Keiner wollte das Buch haben, was sie da getippt hat, über Bruno Gröning, über einen Toten. Ja, was hat sie gemacht? Sie hat einen Eigenverlag gegründet mit diesem einen Buch. Sie hat sich vor nichts blockieren lassen. Sie hat sich vor nichts Schranken setzen lassen. 1984 erscheint Grete Häuslers Buch in Erstauflage. Damit ist der Grundstein gelegt für ein breites Schrifttum über Bruno Gröning. Für die Gemeinschaften hatte sie schon 10 Jahre zuvor, 1974, damit begonnen, Schriften herauszugeben, die 4-mal im Jahr kostenlos an alle Freunde verteilt wurden. Und so hat meine Mutter angefangen, dass sie praktisch die Freunde gebeten hat, schreibt einen Beitrag. Schreibt das, was ihr erlebt habt, was ihr erkannt habt, wie die Heilung geschehen ist. Und diese Beiträge hat sie dann zu einem Schulungsbrief zusammengefasst, hat auch immer einen Teil vom Vortrag von Bruno Gröning mit hineingetan, sodass man eigentlich immer mit dem Freundeskreis, mit dem Werk, mit der Lehre verbunden war und daraus auch lernen konnte. Mit der Gründung des Verlags ist dann der Schritt getan, nicht nur Schriften für die Freunde der Gemeinschaften zu erstellen, sondern auch Literatur über Bruno Gröning in die Öffentlichkeit zu geben. Bis 1989 bringt Grete Häusler 3 weitere Bücher heraus. Danach kommen andere Autoren hinzu und aus dem Eigenverlag wird der Grete Häusler Verlag. Und dann hatten wir wirklich eine wunderbare Phase, wo viele Freunde viele Artikel hergestellt haben, sei es Musik, sei es Videos, sei es Bücher. Ständig wird das Verlagssortiment erweitert. Dabei hebt sich der Grete Häusler Verlag von herkömmlichen Unternehmen der Buchbranche deutlich ab. Neben der Ehrenamtlichkeit aller Mitarbeiter gibt es eine weitere Besonderheit.
Während die Artikel außerhalb des Freundeskreises nach wie vor über den Buchhandel verkauft werden, findet innerhalb des Freundeskreises kein Verkauf mehr statt. Die Freunde kommen an den Büchertisch, schauen rein in die Bücher, suchen sich was aus, was sie haben möchten. Und der Bücherwacht gibt ihnen das dann liebevoll in die Hände und bittet um eine freiwillige Spende. Der eine Freund gibt wenig, weil er wenig hat. Dafür gibt aber ein anderer Freund, der mehr Materielles hat, der gibt dann mehr. Es ist einfach so, dass jedem die Möglichkeit gegeben werden soll, an diese Dinge heranzukommen. In über 40 Sprachen werden die Bücher des Verlages bereits übersetzt. Begonnen hat die Übersetzungsarbeit, wie alles im Freundeskreis, in ganz kleinem Rahmen. Ja, es war so, dass Frau Häuser mich fragte, ob ich mich um die Sprachübersetzung kümmern möchte, da ja einige Freunde für Englisch und Französisch da waren. Polnisch war ganz schnell dran, Russisch, dann Rumänisch, Spanisch. Und so haben wir erst für die europäischen Sprachen übersetzt. Und dann kamen die Überseesprachen dran und ganz zuletzt dann die asiatischen Sprachen. Und die Übersetzer kamen damals dann direkt für Russisch, für Polnisch, erlebten auch Heilung, Hilfen und wollten helfen. Ja, die Frau Häusler, die hat dann immer aufgerufen, sie sucht Übersetzer für Fremdsprachen. Und ja, zu der Zeit war halt die Öffentlichkeitsarbeit ein Infostand in der Fußgängerzone. Und das war für mich klar, Esperanto passt da überhaupt nicht, hier im Freundeskreis. Da war ich ganz von überzeugt. Aber die Frau Häusler hat immer wieder weiter aufgerufen. Und da sagte sie, ja, wir sollen alle Wege gehen. Ja, und dann habe ich dann angefangen zu übersetzen. Dann habe ich das in der Esperanto-Welt bekannt gegeben. Ja, 1992 war dann der Esperanto-Weltkongress in Wien. Da haben wir viele Adressen bekommen aus der ganzen Welt. Und die Frau Häusler hatte einen Einführungsvortrag gehalten. Und mehrere Esperantisten aus Polen haben ihr die Adressen gegeben. Und ich habe von Frau Häusler 18 Adressen von Esperantisten aus Polen bekommen. Ich habe mit ihnen Kontakt aufgenommen. Und sie haben die ersten Informationsvorträge in Polen organisiert. Ich bin im August 1992 nach Polen gekommen. Und in 7 Großstädten in Polen, die Informationsvorträge gehalten. Mehrere Interessierte haben Adressen abgegeben und dadurch sind 7 Gemeinschaften in Polen entstanden. Am Anfang war es so, dass die Gemeinschaftsstunden nur einmal im Quartal stattgefunden haben. Ich bin 4 oder 5 Mal im Jahr nach Polen gefahren und dann die Gemeinschaftsstunden abgehalten. Und erst nach einem Jahr, circa nach einem Jahr, haben sich hier in Polen die Gemeinschaftsleiter herauskristallisiert. Und da wurden die Gemeinschaften selbstständig. Mittlerweile gibt es sehr viele Gemeinschaften in Polen und es finden regelmäßig Tagungen statt, wie hier 2007 in der Universität von Danzig. Ähnlich wie in Polen beginnt auch in anderen Ländern Osteuropas der Aufbau von Bruno Gröning-Gemeinschaften eher zufällig. Vieles ergibt sich mehr oder weniger von selbst und fügt sich harmonisch zusammen, ohne strategisch geplant zu sein. Wir waren zu einer Weihnachtsfeierfahrt, das muss so 1991, 92 vielleicht gewesen sein, mit der Frau Häusler in Dresden. Und wir hatten uns da ein bisschen verfahren und wollten jetzt Passanten fragen, wie kommen wir zu dem und dem Ziel? Und dann trafen wir nur Russen an. Wir waren zufällig in dem Viertel gelandet, wo offensichtlich viele Russen wohnten. Und ja, und dann kam der Gedanke, ja, nach Russland, da müssten wir ja auch mal hin. Und ich wollte eigentlich gleich dann anfangen und Kontakte suchen. Und die Frau sagt, langsam, warten Sie, Herr Fortmann, das hat noch Zeit. Und als ich dann schon so dachte, naja, das wird nichts mehr mit dem Russland, da sagte die Frau Häusler auf einmal, ich habe jetzt den Gedanken, dass wir im August, das war dann 1,5 Jahre später, nach Russland fahren sollen. Dann war das aber schon wenige Wochen vor der Abfahrt, aber wir hatten ja gar keine konkreten Kontakte, wo wir hinfahren konnten.
Und dann fuhr die Frau Häusler auch noch in die Filzmooswoche für die Jugend und gab mir ihr Mäppchen mit den wenigen Adressen und sagte: Herr Fortmann, gucken Sie mal, wie wir das organisieren mit der Reise. Und ich weiß, wie ich mich so hilflos gefühlt hatte und habe das Mäppchen auf den Tisch gelegt und habe dann gesagt: Bruno, wie sollen wir das machen? Bitte hilf. Und dann war das so interessant. Nach wenigen Tagen klingelt das Telefon und einmal ist es die Frau Wozniak. Die Frau Wozniak sagt: Ja, wir haben einen Funker in Posen und der hat Kontakte mit Funkern in der Ukraine, in Sambor. Und die sind interessiert. Also haben wir das alles aufgebaut über diesen Kontakt, dass wir nach Sambor kommen konnten. War das erste Ziel. Das zweite war ein Professor Galperin aus Moskau. Und der bot uns an, an der Universität in Kiew für uns Vorträge vorzubereiten, sodass wir nach Kiew kommen konnten. Also hatten wir zwei Ziele. Und drei Ziele sollten es sein. Rief dann noch mal ein paar Tage später die Frau Anni Pesch an, die jetzige Regionalleiterin, und fragte, ja, erzählte mir, da war eine Frau bei uns aus Tiraspol in Moldawien, was ich vorher noch nie gehört hatte, und die ist hier in Deutschland gewesen und hatte von der Lehre Bruno Gröning gehört, hatte sich einführen lassen, bekam eine spontane Heilung, war ganz begeistert und sagte, oh, Sie müssten mal zu uns kommen. Ja, und so hatten wir dann unser drittes Ziel. Und so hat es nie eine strategische Planung gegeben, die jetzt den ganzen Freundeskreis von vorne bis hinten geplant hätte. Ich glaube, dass man das auch gar nicht kann. In den meisten russischsprachigen Ländern gibt es inzwischen Bruno Gröning Freunde und Gemeinschaften. In verschiedenen Regionen werden regelmäßig Tagungen abgehalten. Im Mai 2007 besucht Grete Häusler gemeinsam mit Freunden aus Deutschland eine Tagung in Kokchetau in Kasachstan. Auf medizinischer Ebene bestehen seit längerer Zeit enge Kontakte zu verschiedenen Universitäten. 1999 begleitet ein Filmteam Dr. Kamp auf einer Reise durch mehrere Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Seit 1992 halten die Ärzte der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe weltweit Informationsvorträge vor Interessierten, vor Kollegen und vor Studenten. Es ist ein grundlegendes Wissen im Wirken der Lebenskraft. Das muss man als Arzt wissen. Ich habe einem Impuls folgend begonnen, Informationsvorträge, öffentliche Vorträge zu halten. Weil das kann man ja nicht für sich behalten. Und dann bin ich mit einer russischen Kollegin, sie war Chefärztin für Anästhesie hier in Deutschland, kommt aber aus Russland, einige Jahre in Russland gewesen. Wir waren in St. Petersburg, wir waren in Moskau, in Samara, in Omsk, also in verschiedensten russischen Städten und haben dort auch in Universitäten wie Dnipropetrovsk in der Ukraine haben wir gesprochen vor Studenten. Herr Gröning sagte, diese Kraft kann jeder Mensch in sich aufnehmen, auch Sie. Gröning говорит, эту силу, которая в большом количестве нас окружает, может каждый из нас брать, ею пользоваться. Нужно знать только как. In Moskau besucht Dr. Kamp auch das russische Forschungszentrum für traditionelle Medizin. Hier findet eine Gemeinschaftsstunde des Freundeskreises statt. Der Direktor des Instituts, Professor Dr. Galperin, ist selbst Bruno Gröning Freund und hat Anfang der 90er Jahre maßgeblichen Anteil daran, dass der Bruno Gröning Freundeskreis in Russland Fuß fassen kann. Mir ist es wichtig zu sagen, diese Gemeinschaft, diese Lehre, dieses System trägt in sich Güte, Freude, Frieden, Freundschaft und den Willen, den Menschen nur Gutes zu tun. Wir lehren alle, die dazukommen und sich nach dieser Lehre richten wollen, wieder die Ruhe aufzunehmen. Gut zu sein. Die Menschen lernen hier das Prinzip von Gleichheit, Vertrauen und den Willen, seinem Nächsten etwas Gutes zu tun. Von Moskau reist Kamp weiter nach Kokchetau in Kasachstan. Auch hier hält er öffentliche Informationsvorträge. Der Andrang der Hilfesuchenden und Interessierten ist überwältigend.
Bei uns zu Besuch war auch Dr. Kampf. Dieser Besuch hatte eine große Bedeutung für die schnelle Verbreitung der Lehre. Als er zum ersten Mal bei uns war, organisierte er zusammen mit deutschen Freunden ein Treffen mit den Bewohnern in unserem Zentralpalast in Kokchetau. Das große Haus konnte gar nicht alle aufnehmen. Es waren sehr viele Menschen da. Bruno Gröning sagte, diese Kraft, die göttliche Kraft, ist in Hülle und Fülle für jeden Menschen vorhanden. Bruno Gröning говорит, это лечащая сила, это жизненная сила, которую каждый человек может научиться, как ее воспринимать. В очень большом количестве окружает каждого из нас. Es kostet kein Geld und jeder kann sie für sich nutzen, wenn er lernt, sich ihr wieder zu öffnen. Не стоит ни копейки это. Если человек может сам выздороветься, если он научится, как это возможно воспринимать. Und das ist das, was dieser Bruno Gröning gesagt hat. Im Krankenhaus von Kokchetau hält Dr. Kamp einen Vortrag vor Ärzten. Die Leiterin des Krankenhauses, Dr. Koltunova, ist ebenfalls Bruno Gröning-Freundin. Im Jahre 1998 arbeitete ich als Leiterin des regionalen Krankenhauses. Clara Sippel, die Leiterin des Bruno Gröning-Freundeskreises in Kokchetau, wendete sich an mich. Sie bat mich, den Gesundheitszustand von Nikolai Ivanovich Gonchar zu prüfen und einen ärztlichen Kommentar abzugeben. Als ich Herrn Gonchar und seine Geschichte kennenlernte, war ich sehr überrascht, dass dieser Mann so gesund vor mir saß, trotz aller Diagnosen, die in der Patientenkartei standen. Das hat mich dermaßen überrascht, dass es in mir auch ein großes Interesse an dieser Lehre geweckt hat. Ich hatte noch nie so etwas gehört. Zuvor hatte ich kein Interesse an spirituellen Lehren. Und wie viele praktizierende Ärzte konnte ich nicht an Wunder glauben. Aber hier war es für mich wirklich ein Wunder. Dieser Mann hatte 3 Schlaganfälle gehabt. Er war also schwerst linksseitig gelähmt und hatte auch eine Lähmung des rechten Arms, hatte einen kompletten Sprachverlust über Jahre, er konnte nur noch lallen. Dann hatte er hier einen Tumor im Bereich, Krebstumor im Bereich der Lunge, ist operiert worden und durch eine Fistelbildung, also es hatte sich auf jeden Fall eine chronisch eitrige Wunde entwickelt, die ständig nässte und sehr stark schmerzte, dass er starke Schmerzmittel brauchte. Und der Mann war am Ende gewesen. Und er ist eingeführt worden und hat mir dann nachher berichtet, nach Aufnahme der Kraft hat er ganz starke Schmerzen in den gelähmten Gliedern bekommen. Und hat geglaubt, dass das Reinigungs-, Heilungsschmerzen sind. Als ich zu mir kam, gingen von den Füßen aus zum Kopf Wellen, eine nach der anderen. Es schien, als ob die Haare sich sträubten. Dann wurden die Schmerzen weniger. Sie verschwanden nicht ganz, aber ich fühlte sie irgendwie ganz weit weg. Mir ging es so gut. Ich war vor Freude so ergriffen, dass ich weinen musste. Von Tag zu Tag ging es mir besser. Und ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, aber es waren nicht mehr als wenige Wochen. Ich konnte wieder sprechen, konnte wieder gehen und war vollkommen wiederhergestellt. Nach 3 Monaten heilte die Wunde, die 5 Jahre offen war, ganz zu. Es ist bis heute eine Narbe geblieben. So sah die Wunde aus. Aber es ist alles verheilt. Und die Ärzte dort, vor allem die beiden leitenden Ärzte des Krankenhauses, waren hellauf begeistert. Und die haben sofort eingewilligt, mitzuhelfen hier in der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe aufgrund dieser erstaunlichen Heilung, die sie da erlebt haben. Ich dachte, dass diese Lehre vielleicht die einzige Möglichkeit ist, um in dieser Zeit Hilfe zu bekommen. Deshalb habe ich auch anderen Ärzten von der Lehre erzählt und sie in die Gemeinschaft eingeladen. So gründete ich eine Ärztegemeinschaft bei uns in Kokchetau. Zur Lehre Bruno Grönings kam ich in den schwierigen Jahren für die Republik Kasachstan. Als der Ruin da war, als es keine Medikamente gab, als die Menschen die Hilfe besonders nötig hatten,
Und zu dieser Zeit zeigte sich, dass die Lehre Bruno Grönings bei uns in Kokchetau eine große Unterstützung war. Eine der außergewöhnlichsten Heilungen im ganzen Freundeskreis hat Pavel Schemet aus St. Petersburg erlebt. Er war mit seiner Gesundheit am Ende, als eine deutsche Studentin von Bruno Gröning erzählte. 1993 bin ich als Studentin hierher gekommen zu einem Sprachkurs und kam dann in die Familie von Tanja und Pavel. Da erzählte sie mir, dass Pavel in Tschernobyl war und dass er da die volle Strahlung abbekommen hat, weil er gleich neben dem Reaktor zu Aufräumen und Säuberungsarbeiten gerufen worden war. В результате полученного облучения на ликвидации Чернобыльской. Infolge der hohen Strahlendosis bei der Liquidierung der Folgen des Reaktorunglücks von Tschernobyl konnte er schon 1993 nicht mehr lesen und laufen und sich infolge der schrecklichen Kopfschmerzen nicht mehr auf den Beinen halten. Er verlor das Bewusstsein. 1986 nahm ich an der Beseitigung der Schäden des Kernreaktorunglücks von Tschernobyl teil. Am 26. April haben wir Menschen evakuiert, am 2. Mai Aufräum- und Reinigungsarbeiten durchgeführt und den Weg zum Reaktor freigelegt. Ende 1987 und 1988 musste ich ins Krankenhaus. Ich bekam Probleme mit meiner Gesundheit. Ich konnte nichts mehr in den Händen halten. Konnte nicht mehr lesen. Ich musste lange im Krankenhaus bleiben. In 1992 habe ich fast das ganze Jahr im Krankenhaus gelegen. Dann hat man mich nach Hause entlassen. Er litt unter Gedächtnisschwund. Er nahm sehr stark zu. Von ihm ging Leichengeruch aus. Er konnte den Kochtopf nicht mehr festhalten. Die Tasse fiel ihm aus den Händen. Er hat ständig etwas zerschlagen. Hände und Beine versagten ihm den Dienst. Häufig ging es mir ganz schlecht. Ich verlor das Bewusstsein, schaltete ab. Und so war es ständig. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und ich wollte es auch nicht. Ich habe einen Befund von der Militärmedizinischen Akademie, aus dem ersichtlich ist, dass die Erkrankung mit den Aufräumarbeiten nach dem Unfall an dem Atomkraftwerk und mit dem Dienst im verschmutzten Gelände zusammenhängt. Die Erkrankung war so massiv, dass das Gehirn sehr stark geschädigt wurde. Die moderne Medizin konnte ihm praktisch nicht mehr helfen. Und Pavel Schemet wurde, so kann man sagen, zum Sterben nach Hause entlassen. Ja, so kam es, dass ich ihr halt in diesem Ganzen von Bruno Gröning erzählt habe. Ich stellte mich ein und bat Bruno Gröning um die Genesung meines Ehemannes. Und es ging ihm immer besser. Ich begann zu laufen, konnte mich bewegen. So lief es dann, ich weiß nicht mehr, wie lange. Ich habe meine Kräfte zurückgewonnen. Mein Leben hat neu begonnen. Wir haben immer Kontakt gehalten und so habe ich mitbekommen, wie er Stück um Stück immer mehr Kraft zurückbekommen hat und gesund geworden ist.
Es geht mir besser. Ich kann mich bewegen, kann laufen, arbeiten, kann im Haushalt helfen und fühle mich wohl. Und da hat er also hier den Garten gemacht, hat die schwere Gartenarbeit gemacht und fing auch nochmal an, mit dieses Haus aufzubauen. Ja, und er kann wieder alles machen. Er geht schnell, er läuft schneller als ich. Also ich habe immer Probleme nachzukommen. Und er kann alles arbeiten. Und ja, das durfte ich miterleben, wie er gesund geworden ist. Dass dieser Mann jetzt voll gesund vor mir stand, ist ärztlicherseits nicht nachvollziehbar und nicht erklärbar. Diese chronischen Strahlenkrankheiten, bei der Schwere der Strahlenexposition führen zum Tode, wie es ja viele seiner Kollegen auch erlebt haben. Und er hätte bei der fortgeschrittenen Störung ein ähnliches Schicksal zu erwarten gehabt. Nach der Heilung von Pawel Szemed entsteht auch in St. Petersburg eine Gemeinschaft. Mit der Ausbreitung des Freundeskreises in immer mehr Länder beginnt auch für Grete Häusler eine sehr intensive Zeit. War sie bis dahin überwiegend im deutschsprachigen Raum unterwegs, um die Freunde zu betreuen, so verlagert sich ihre Arbeit zunehmend ins Ausland. Diese Reisetätigkeit begann etwa 1994 schon. Damals waren es noch einzelne wenige Reisen, wo ich die Frau Häusler begleiten konnte. Aber die Reisetätigkeit wurde immer mehr und seit etwa 3-4 Jahren ist es so, dass wir jedes Wochenende des ersten Halbjahres unterwegs sind gemeinsam. Und wir haben in diesem Jahr schon Reisen gemacht nach Mexiko, nach Indien, nach Südamerika, Lima, Peru, dann nach Nordamerika, USA, aber auch nach Europa in verschiedenen Ländern. Hier ist die Wahrheit an und um Bruno Gröning. Oh, die Istina, oh, i oko Bruno Gröninger. Wir wollen jetzt eine schöne Gemeinschaftsstunde erleben. Wir sind in Mexiko und hier haben wir wunderbare Freunde und wunderbare Gemeinschaften. Liebe Freunde. Queridos amigos. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Frühjahrstagung hier in Lima 2007. Quiero saludar con todo mi corazón. Liebe Freunde. Dear friends. Auch ich will Sie herzlich begrüßen zu unserer Tagung im Frühjahr 2007 hier in Australien. And I also wish to warmly welcome you to our conference. Viele Male sind wir geflogen und wir mussten ja oft auch die Flüge wechseln über große Flughäfen von einem Flugzeug zum anderen. Und ich wollte dann so als Kavalier ihren Trolley fahren. Sie hatte einen Trolley und eine Handtasche immer so bei sich. Und dann habe ich ihr gesagt, ich könnte den Trolley fahren. Und dann sagt sie, Herr Fortmann, dienen ja, aber nicht bedienen. Das habe ich dann erstmal gar nicht so verstanden. Ich habe gedacht, na ja, ich den Trolley fahre. Aber mir ist das so klar geworden, dass sie immer Wert darauf gelegt hat, dass sie nicht bedient wurde, sondern dass sie darum gebeten hat, dass man ihr hilft, diese Aufgabe zu erfüllen. Das hat sie immer ganz strikt getrennt. Im August 2007 reist Grete Häusler nach Danzig, der Heimatstadt Bruno Grönings. Gemeinsam mit den Freunden besucht sie den Platz, an dem Bruno Grönings Geburtshaus stand. Liebe Freunde, danken wir, dass wir hier sein dürfen heute zu dieser Stunde. Hier hat Bruno Gröning am längsten gelebt. Er ist geboren hier. Die Kindheit hat er erlebt in diesem Haus. Dann die Jugendzeit. Und nun wollen wir dann in den Wald gehen. Dorthin,
wo Bruno Gröning als Kind geflüchtet ist. Freunde, was hat Bruno Gröning für Aufgaben mitbekommen? Drodzy przyjaciele, jakie zadania otrzymał Bruno Gröning? Bruno Gröning hat uns das Ziel gesetzt. Bruno Gröning przedstawił nam cel. Er hat gesagt, ich führe sie weiter auf den göttlichen Weg. I powiedział nam, będę Państwa prowadził dalej na tej Bożej drodze. Und wenn Sie alle Eigenschaften, die Schlechten, abgelegt haben durch die Lehren Bruno Grönings, dann können Sie ganz eins werden mit Gott. Und auf diesem Weg befinden wir uns alle Bruno Gröning-Freunde. Das ist das letzte Mal, dass Grete Häusler zu Bruno Gröning-Freunden gesprochen hat. Am Nachmittag auf der Tagung versagt ihr dann die Stimme. Und dann am Nachmittag war es dann so, dass sie die Tagung eröffnen wollte und nicht sprechen konnte. Und da durfte ich das dann übernehmen, den Teil. Und ja, wir sind dann nach der Tagung am Sonntag wieder zurückgefahren nach Hause. Und zwar mit dem Flugzeug. Und wir hatten sogar ein Flugzeug, wo man die ganze Treppe hochgehen muss. Und das hat die Frau Häusler alles noch gemacht. Das konnte sie. Und wir sind dann auch zurückgeflogen, da konnte sie dann auch runterlaufen. Das ging alles gut. Und nachts um 3 Uhr haben wir sie zu Hause nach Hause gebracht, nach Hennef. Und sie wollte auch alleine dort bleiben, alleine übernachten. Und ja, und da ist sie dann 10 Tage später dann heimgegangen. Es war so wertvoll, die Jahre mit ihr zusammen zu sein. Und ich konnte so viel lernen von ihr, was ich sonst nie hätte lernen können. Dass sie uns gegeben hat, was sie den Menschen gegeben hat. Dass sie als eine Geheilte von den Tausenden, von den Zehntausenden, die bei Bruno Gröning waren, hat sie diese Aufgabe ganz angenommen und hat dafür gesorgt, dass dieses Werk aufgebaut werden konnte und dass heute weltweit in 83 Ländern Gemeinschaften sind, wo die Menschen die Hilfen und Heilungen erleben können, genauso wie sie damals bei Bruno Gröning. Seit 2007 wird der Bruno-Gröning-Freundeskreis von Dieter Häusler geleitet. Nun ist er in aller Welt unterwegs und setzt die Arbeit seiner Mutter fort. Dabei hätte er sich früher nicht vorstellen können, dass der Freundeskreis einmal solche Dimensionen annehmen würde. Ich erinnere mich noch so gut, als ich damals 17, 18 Jahre alt war, dass wir eine internationale Tagung hatten, die hatte bei uns im Wohnzimmer stattgefunden, mit Freunden aus Österreich und der Schweiz. Das war alles. Es waren wirklich nicht sehr viele Freunde
die davon wussten. Und meine Mutter sagte mir, Dieter, diese Lehre Bruno Grönings wird um die ganze Erde gehen. Okay, ich hatte sie gehört, ich sah die Situation und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte meine Bedenken. Ich habe das absolut nicht glauben können. Wenn ich das heute betrachte, sie hatte recht. Sie hat damals schon gewusst, dass diese Lehre ein so unendliches Potenzial in sich trägt, dass es über die ganze Erde geht. Und wenn ich heute sehe, dass wir den Freundeskreis auf allen Kontinenten haben und dieses Wort, was sie damals gesagt hat, die Lehre geht um die ganze Erde, hat sich bewahrheitet. Und sie hat recht behalten. Im ersten Halbjahr 2008 bereist Dieter Häusler weltweit viele Länder und leitet dort die Tagungen. Eine seiner ersten Reisen führt ihn nach New York. In den USA gibt es zu diesem Zeitpunkt bereits tausende Bruno-Gröning-Freunde und viele Gemeinschaften. Begonnen haben die Aktivitäten des Freundeskreises in Nordamerika bereits in den 90er Jahren. 1997 ist Frau Häusler angefangen in Amerika, hat aufgebaut, ist eine Gemeinschaft da gewesen, ist wieder zusammengebrochen, hat wieder aufgebaut, ist wieder zusammengebrochen. Sie ist auch in New York gewesen und hat die Grundlage gelegt. Überhaupt in ganz Amerika waren sehr wenige Gemeinschaften. Also wenn ich mich richtig erinnere, waren es 4 oder 5. Also in Chicago, eine ganz kleine in New York. Es waren sehr bescheidene Anfänge. Und es war so, dass wir auch kleine Informationsvorträge gemacht hatten, wo sich Freunde auch schon bemüht hatten. Aber es waren immer nur ganz wenig Interessierte. Und wir hatten auch eine erste Tagung, da waren nur mal ganz wenige Freunde, vielleicht knapp 10 oder sowas. Also ganz winzig alles. Und das hat sich dann erst richtig entwickelt, als dann das Ehepaar Kamp rübergefahren sind und dann die Ärzte Informationsvorträge gemacht haben. Und dann kamen wir ganz spät in der Nacht in New York an und dann direkt zum Vortrag und kamen auch nur eine halbe, dreiviertel Stunde zu spät. Das war der erste Vortrag in New York. Das waren 3 Wochen. Dann ging es nach Toronto, ging es nach Ottawa, der Universität dort. Dann ging es nach Vancouver und dann nach Los Angeles. In Los Angeles waren nur 2. Dann hatte ich die Einladung zur medizinischen Universität in Tucson, Arizona. Da waren 150. Das hat sich im Laufe, also von Jahr zu Jahr, immer noch mehr gesteigert. Und im Grunde im vorigen Jahr war der Höhepunkt mit 150 oder noch mehr Vorträgen innerhalb von 2 Monaten. In diesem Jahr 2006, das war zufällig das 100. Geburtstag von Bruno Gröninger, ist ja 1906 geboren. In diesem Jahr haben wir knapp 190 Vorträge in Nordamerika gehalten, in einem Sommer, in einem Herbst. Das waren 12 Touren mit 10 oder 12 verschiedenen Ärzten, die alle als Touren organisiert waren in 190 Städten. Wenn ich dann nach Amerika fahre, sind es 1 Woche bis 10 Tage in etwa, wo man jeden Tag 1 bis 2 Vorträge in einer anderen Stadt hält. Ja, das ist natürlich etwas aufwendig, es ist relativ mühsam. Und einmal bin ich rübergefahren, habe ich auch geglaubt, ich war fix und fertig. Ich war 20 Stunden Flug und dann mehr oder weniger nur ein bisschen was essen und dann Vortrag. Ja, ich war fix und fertig. Ich habe kaum die Augen offen halten können. Und jetzt einen Vortrag halten über Kraft vermitteln. Und was war das Ergebnis? Es waren 35 Leute und 2 Leute haben spontan die Heilung erhalten. Der eine von einer Belastung, die er 15 Jahre gehabt hat. Ja? Dann ist alles vergessen. Wir hatten einen Vortrag auf einer großen Gesundheitsmesse in New York und da war auch ein Herr unter den Interessierten, der an einem Halswirbelsäulen-Syndrom litt und das aber schon über viele Jahre hinweg. Der war so circa Ende 50 vom Alter her. Und es war ein eher schwerwiegendes Problem. Also, sobald den Kopf gedreht hat, hat er Schmerzen im Nackenbereich. Konnte den Kopf kaum drehen, nur ganz geringe Bewegungen durchführen. Und nach dem Vortrag kam er zu uns herausgelaufen und sagte, ich kann den Kopf drehen. Er hat ihn herumgeschmissen, links, rechts, nach oben, nach unten, war voller Freude und alles war weg. Kein Schmerz, nichts. Er wollte gar nicht mehr weichen von unserer Seite. In einem anderen Vortrag in den USA war ein Mann, der hatte 10 Jahre lang ständig Schmerzen hier im Lendenbereich durch einen
Bandscheibenvorfall. Er wurde schon operiert. Nach der Operation ist es noch schlimmer geworden. Er konnte nie lange sitzen bleiben, aber in diesem Vortrag ist er sitzen geblieben. Und nach dem Vortrag fiel ihm auf, er sitzt 2 Stunden schmerzfrei. Und diese Schmerzfreiheit hielt an. Die Nichte eines Helfers, der dort also auch mithilft in Amerika, diese Nichte litt also an einer Amöbenruhr, die sie im Krieg 1990 aufgefischt hatte. Und das führte so weit, dass ihr der gesamte Dickdarm entfernt werden musste. Es war schwer entzündlich verändert. Es gibt keine wirkliche Hilfe gegen dieses Problem. Es war medikamentös nicht zu beherrschen, auch operativ letztendlich nicht zu beherrschen. Sie hatte ständig Schmerzen, 20 Stühle am Tag mit Blutschleim und so weiter, massive Krämpfe im Unterbauchbereich. Das war ihr Lebensweg, sage ich, von 1990 bis 2004. Und sie war in diesem Vortrag, hatte ein wunderbares Erlebnis während des Vortrags, hat sie aber nicht erzählt, auch nicht erwähnt nachher. Und 2 Wochen nach diesem Vortrag waren alle Beschwerden verschwunden. Sie hatte keinen Durchfall mehr, keine Schmerzen mehr. Sie war regelmäßig in Kontrolle bei ihrem Internisten, der war ganz entsetzt, warum denn plötzlich alles gut wäre jetzt, nach 15 Jahren, es war ihm unerklärlich, hat eine Biopsie, noch einmal eine Biopsie gemacht, um das nochmal zu kontrollieren. Es waren keine Veränderungen mehr im Gewebe da, keine Veränderungen in der Darmschleimhaut mehr sichtbar. Es war alles weg. Also sie fühlte sich wohl, hat wieder voll viel Kraft, Energie, das hat ihr zuvor gefehlt. Sie hat gesagt, sie fühlt sich wie neugeboren. Das war für sie auch so ein wunderschönes Erlebnis. Und das habe ich erst erfahren, ein halbes Jahr später, dann eben in New York, als wir einen Arbeitskreis auch machten dort, und da habe ich dann diese Heilung erfahren. Auch der Landesleiter der USA, Richard Liu, erfährt durch einen Ärzteinformationsvortrag von Bruno Gröning. Darauf aufmerksam wird er durch eine Radiosendung. Ich erinnere mich, dass ich zu Hause in Niagara Falls, New York, früh morgens eine Radiosendung hörte. Da sprach ein Ansager mit einem Arzt in Deutschland über die Lehre eines Mannes, von dem ich noch nie gehört hatte. Und der davon sprach, wie unsere Gedanken unsere Gesundheit beeinflussen und welchen Einfluss die Gedanken von anderen auf unsere Gesundheit haben können. How the thoughts of others can affect our health. Und so ging ich eine Woche später zu einem Ärztevortrag an der Universität von Buffalo. Und als ich im Vortragsraum war, sobald die Musik anfing, fühlte ich etwas in meinem Körper. Es war wie ein Kribbeln überall. Und ich erinnere mich, es war ein sehr emotionales Gefühl. Ich war davon sehr berührt. Ich habe dieses erste Mal nie vergessen. Ich war so bewegt und ich hörte dem Vortrag zu. Und es klang vertraut. Ich hatte nie zuvor von Bruno Gröning gehört. Aber was ich hörte, war mir sehr vertraut. Und ich sagte mir, dies ist meine Überzeugung. Ich glaube das alles. Und daher sagte ich Dr. Kamp am Ende des Vortrags, ich denke, wir würden in Buffalo, New York, gerne mit so etwas beginnen. Ich glaube, ich kann das machen. Und das war der Anfang meiner Tätigkeit im Freundeskreis. In der Folgezeit erlebt Richard Liu auch selber Heilung. Er wird frei von rheumatoider Arthritis, einem HWS-Syndrom, einer Katzenallergie und von Depressionen. Auch andere Freunde in den USA erleben eindrucksvolle Heilungen. Seit ich etwa 8 oder 9 Jahre alt war, vielleicht 10, hatte ich Depressionen. Ich wusste nicht wirklich, was nicht stimmte. Ich wusste nur, dass ich nicht in Ordnung war. Ich war wütend, ich war traurig, ich war einsam. So mit 17 merkte ich, dass ich nicht mehr schlafen konnte, mit 17, 18 Jahren. Ich konnte gleich einschlafen, schlief 2 oder 3 Stunden. Dann wachte ich auf und wälzte mich im Bett. Viele Jahre später, denke ich, fing ich an zu verstehen, dass andere Leute glücklich waren oder so aussahen, als wären sie glücklich. Also fing ich an, zum Arzt zu gehen. Und dann ging ich zu einem anderen Arzt und noch zu weiteren Ärzten. Habe immer noch nicht geschlafen und so weiter und so weiter. Ich bin zu vielen Ärzten aus verschiedenen Gründen und ich nahm viele unterschiedliche Medikamente.
Dies ist die bemerkenswerte Geschichte einer Heilung von lebenslanger, chronischer, wiederkehrender, schwerer Depression bei einer 48 Jahre alten Frau, die seit dem Alter von ungefähr 10 Jahren unter Depressionen gelitten hatte. Sie hatte über viele Jahre alle herkömmlichen Therapien ausprobiert, einschließlich anderer Methoden wie Schlaftherapie. Und nichts hatte geholfen. Zu der Zeit hatte ich 6 verschiedene Ärzte und alle versuchten unterschiedliche Dinge und verschiedene Wege. Sie wussten alle voneinander, taten was auch immer, aber keiner hatte Antworten, keiner bot eine dauerhafte Hilfe. Sie wurde immer verzweifelter. Und erst als sie zum Freundeskreis kam und anfing, sich einzustellen und den Heilstrom aufzunehmen, geschah es, dass eine vollständige Heilung eintrat. Ich hörte vom Freundeskreis in einem Radiointerview. Ich hörte nur die letzten paar Minuten des Interviews. Und das Einzige, was ich wirklich wahrnahm, war geistiges Heilen, ein Gratisvortrag. Und dann spielten sie etwas Musik. Und die Musik war es, die mich veranlasste, innezuhalten und zuzuhören. About 6 or 8 weeks after being introduced, I realized. Etwa 6 oder 7 Wochen nachdem ich eingeführt wurde, merkte ich, dass ich geschlafen hatte. Und mir wurde klar, ich glaube, ich habe jetzt 2 oder 3 Nächte geschlafen. Und dann eines Morgens, als ich mich für die Arbeit fertig machte, merkte ich, dass ich in der Küche tanzte, während ich auf den Toast oder was auch immer wartete. Und ich dachte, hey, was ist das? Und ich dachte, das ist Freude. I was so happy. Ich war so glücklich. Und ich dachte. And I thought, well, I wusste nicht, was ich denken sollte. Ich war einfach glücklich. Ich war so überrascht. Ich dachte, hey, die Depressionen sind weg. Und ich konnte schlafen. Das war so eine Überraschung. Und ich wusste, wo das herkam. Ich wusste, dass es von Gott kam. Es kam durch den Heilstrom zu mir, durch Bruno. So hatte ich mich noch nie gefühlt. Es war wundervoll. Als Psychiaterin habe ich keine medizinische Erklärung für diese Heilung. Solche Ereignisse finden in traditionellen medizinischen, psychiatrischen Kreisen einfach nicht statt. Die einzige Erklärung, die ich geben kann, ist, dass sie den Heilstrom aufgenommen hat. Sie hat den Heilstrom nach der Lehre Bruno Grönings aufgenommen. Das ist die Erklärung für ihre bemerkenswerte Genesung. Mit den Jahren sind in Nordamerika immer mehr Menschen auf den Freundeskreis aufmerksam geworden und zahlreiche Gemeinschaften sind entstanden. Ja, heute sind Gemeinschaften überall anzutreffen, also über das ganze Land verstreut. Also im Norden angefangen von Alaska runter bis an die, wenn man die Westküste runtergeht, bis an die Grenze von Mexiko und dann über das ganze Land verstreut bis an die Ostküste, wo ich eben sehr viel involviert war, eben runter bis Florida. Da bin ich auch mal hingeflogen, hin und wieder von Atlanta aus. Und bis eben rauf, bis Vermont, wo es schon an die kanadische Grenze geht. Es geht darüber hinaus, in Kanada sind heute auch schon viele Gemeinschaften. Also direkt über die Grenze rüber ist ja schon Montreal, da sind auch einige Gemeinschaften in der Stadt. Es hat sich rasant entwickelt. Da sind viele, viele Gemeinschaften jetzt. Es ist stark geworden, dieses Land, und kommen auch immer mehr Medical Doctors, das heißt amerikanische Ärzte, dazu. Ich war mit meiner Frau und einem meiner Patienten zu einer Einführung gegangen. Und ich ging von da weg und dachte, da ist wirklich was dran. Ich war ja in meinem Leben schon bei etlichen dieser geistigen Sachen.
Und hier konnte ich es fühlen. Ich konnte es wirklich in meiner Stirn fühlen. Und ich ging da raus und konnte meine Schulter wieder um 360 Grad bewegen. Vorher konnte ich meinen rechten Arm nur bis auf Schulterhöhe heben. Und ich sagte es meiner Frau, und sie sagte, ich fühle es auch. Ich fühle mich auch gut. Es war dann so, dass wir die Woche darauf zur zweiten Einführung gingen. Wieder spürten wir es. Und dann wurden wir zu dieser Tagung eingeladen. Und bei der Tagung spürte ich eine unglaubliche Menge an Energie. So viel, dass ich mich fühlte, als wäre da ein Lichtstrahl in mir, wissen Sie? Vor allem in meiner Brust. Ich hörte zum ersten Mal vom Freundeskreis und von Bruno Gröning durch ein Fax von Dr. Blättner aus Deutschland, das in meine Arztpraxis kam. Und da stand, dass einige deutsche Ärzte nach Freeport, Maine kommen würden, um das Werk Bruno Grönings vorzustellen. Also ging ich auf die Internetseite und war total fasziniert von den medizinisch belegten Heilungen. Und wie sich herausstellte, war ich zu der Zeit des Vortrags zu Hause und es war nur 5 Meilen entfernt. Das passiert fast nie, ich bin so viel unterwegs. Also ging ich mit meiner Schwester hin und traf einen deutschen Arzt. Das Einstellen hat mich sehr begeistert. Und als Ärztin fand ich, dass es sehr wichtig war, diese Lehre unter den Menschen zu verbreiten. Ich kenne keine andere medizinische Vereinigung mit Ärzten und anderen Heilberuflern. Vor allem mit Ärzten, die Interesse an geistigem Heilen haben und die unser medizinisches Wissen zusammentragen, um die Heilungen zu verifizieren. So kann die Öffentlichkeit erfahren, dass die Heilungen wirklich geschehen. Ich habe die Rolle der Gedanken bei der Heilung jetzt über 36 Jahre lang untersucht. Und die Buddhisten haben die innere Geisteshaltung in Bezug auf Heilung und andere Dinge seit 2600 Jahren untersucht. Klar ist, dass das Denken einer der wichtigsten Faktoren beim Heilen ist. Und je mehr wir unser Denken in eine gesunde Richtung bewegen können, beeinflusst dies das Heilen. Es beeinflusst den Seelenfrieden. Es beeinflusst die Qualität unseres ganzen Lebens. In meinen Augen hat Bruno Gröning sehr gesunde Dinge gelehrt. Wir haben gesehen, dass Menschen, die da saßen und seinen Vortrag anhörten, eine Heilung erfuhren, nur weil sie dem, was er sagte, zugehört haben. Und durch den Einfluss, den das auf ihre eigenen Überzeugungen hatte. Dies sind sehr, sehr kraftvolle Ideen und es ist wichtig, sie anzuerkennen. Ich habe die Energie des Heilstroms von Anfang an gespürt. Aber über die Monate und Jahre ist es stärker geworden. Ich spüre es immer als ein Kribbeln in meinen Händen und oft auch in meinen Füßen und manchmal in meinem Gesicht. Und da ist dann auch ein ganz tiefes Gefühl von Frieden, sodass ich manchmal nicht aufhören möchte. Manchmal mache ich das 20, 30 Minuten am Stück. Und ich habe auch bemerkt, dass der Fluss des Heilstroms in einer Gruppe viel stärker ist. Und alle Freunde, die das auch getan haben? Die Tagung in New York ist nicht die einzige, die Dieter Häusler in diesem Frühjahr 2008 besucht. Es ist ihm wichtig, die Arbeit seiner Mutter nahtlos fortzusetzen und die Freunde in aller Welt zu betreuen. Liebe Freunde, ganz herzlich begrüße ich Sie hier in St. Petersburg zu der Frühjahrstagung 2008. Und als er am Mittag um 14 Uhr die Tagung begann, war der Sturgeon Fjorden, der Kongress nicht gegründet, konnte sie nicht mehr reden. Und diese Kraft ist überall. Cette force est présente partout. Sogar in Vietnam, in Hanoi. Liebe Freunde, ich bin heute das erste Mal hier in Bethlehem. Für mich ist das ein ganz spannender Moment. Die Begegnung mit einer ganz anderen Kultur. Wodurch die Leute auf die Lehre Bruno Grönings aufmerksam werden, sind natürlich die Heilungen. Heilungen, die medizinisch dokumentiert sind und die man vortragen kann. Das überzeugt. Ein zweiter wichtiger Punkt
ist meines Erachtens so die Tatsache, dass das Geistige Elemente sind, die sich in allen Religionen wiederfinden. Im Bruno-Gröning-Freundeskreis kommen Menschen aus allen Kulturen und Religionen zusammen. Ob Muslime, Juden oder Christen, Hindus, Buddhisten oder Angehörige von Naturreligionen, sie alle finden in der Lehre Bruno-Grönings eine Lebensweisheit, die ihrem religiösen Glauben nicht widerspricht, sondern ihn ergänzt und erweitert. Wir haben ja in Brasilien auch schon Gemeinschaften bei einem Indianerstamm. Und auch dort geschehen die Heilungen und man sieht, die Leute brauchen nicht mal lesen und schreiben zu können. Sie brauchen nicht in die Schule gegangen zu sein oder so. Es geht um das Wesentliche, das Grundlegende des Lebens überall. Und das ist so schön, da mithelfen zu können, dass die Leute das wieder finden. Die Lehre Bruno Grönings ist so einfach und so simpel, dass wir eigentlich die ganze Philosophie des Lebens, die Philosophie der Medizin, als Mediziner selbst, in ganz einfache Sätze erzählen können. Und dass die Menschen in Südamerika auch Recht haben, die Möglichkeit, diese Lehre zu erkennen. Seit Mitte der 90er Jahre gibt es in Süd- und Mittelamerika Bruno-Gröning-Freunde. Am Anfang ist auch hier, wie in vielen anderen Ländern, die Sprache Esperanto ein wichtiges Hilfsmittel. Der allererste war eigentlich der Herr Hümmet, der Alex Hümmet aus Belgien. Der ist auch Spanier eigentlich. Also er spricht Muttersprache, ist eigentlich Spanisch für ihn. Und er ist damals von sich aus, also nicht im Auftrag des Freundeskreises, sondern ganz von sich aus nach Kuba geflogen auf einen Esperanto-Kongress. Es war ein regionaler Esperanto-Kongress. Und da war er und hat die ersten Kontakte jetzt dort geknüpft in Kuba. Er ist dann zurückgekommen mit einigen Adressen und dann standen wir da und ja, wie geht's jetzt weiter? Und dann hat die Frau Häusler damals den Robert Freigassner und den Detlef Meyer 2 Monate später nach Kuba geschickt. Und jetzt haben sie die Freunde besucht und haben die ersten Gemeinschaften dort gegründet. Und das war wie ein kleines Abenteuer für mich damals, weil die Autos, es ist alles ganz anders, als ich es von Österreich kenne oder von anderen europäischen Ländern. Und wir waren ja keine Touristen in dem Sinne. Wir sind ja nicht an den Strand gefahren und wir sind direkt zu den Leuten hin und haben gesehen, wie die leben und auch unter welchen schwierigen Umständen die teilweise leben müssen. Eine Frau, an die ich mich heute noch gut erinnern kann, weil die haben sie praktisch hereingetragen und hingelegt, die war nur noch ein Gerippe mit Haut. Also die war so abgemagert und auch dort haben wir nicht nach der Krankheit gefragt, sondern einfach nur von der Gesundheit berichtet, die andere erlebt haben. Und auch sie war recht schwach, aber sie war dort, hat sich das angehört. Circa ein Jahr später habe ich bei einem Esperanto-Kongress ihren guten Freund wieder getroffen und dann habe ich ihn auch gefragt über diese Frau, was mit der passiert ist und er hat gesagt, ja, die arbeitet wieder. Das war damals also undenkbar, wenn man die Frau gesehen hat. Es sind sehr, sehr viele Heilungen damals geschehen in Kuba. Nur durch das Regime gab es das Problem mit dem Versammlungsverbot. Aber die hatten die Lehre wirklich so im Herzen, dass sie immer geguckt haben, wo sie sich heimlich in irgendwelchen Wohnzimmern treffen könnten. Es war auch nicht möglich, Schulungsmaterial rüberzuschicken. Das wurde sofort zur Seite geschafft. E-Mail-Kontakt war sehr, sehr schwer auch, weil es alles einfach kontrolliert wurde in Kuba. Und so hat man dann immer geguckt, dass ab und zu einfach jemand einmal nach Kuba fliegt und dort betreut. Heute gibt es in fast allen Ländern Mittel- und Südamerikas Gemeinschaften und es sind schon viele weitere Heilungen geschehen. Eine wichtige Rolle bei der Verbreitung der Lehre Bruno Grönings spielen auch hier die Informationsvorträge von Ärzten. Und dann haben wir einfach angefangen, die Lehre Bruno Grönings und diese Heilungen auf geistige Wege praktisch vorzustellen. Diese Informationsvorträge haben wir mittlerweile in Mexiko, in Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Chile, Peru, Argentinien
Und andere Freunde haben auch in Venezuela auch gemacht. Und das machen wir sehr, sagen wir, auf Liebe. Und wir bekommen absolut kein Geld oder so dafür. Das machen wir in unserer Freizeit, in unserem Urlaub praktisch. Mi primera experiencia con lo que es conferencias empezó en el mes de octubre de. Meine erste Erfahrung mit Vorträgen hatte ich im Oktober 2006. Herr Dr. Castañeda kam nach Arequipa, um dort Vorträge zu halten. Und dann nach Lima. Danach stieß ich zur Gruppe dazu und ging mit auf die Reise. Wir fuhren nach Santiago, wo ich meine erste richtige Erfahrung machen durfte. Es war sehr interessant, obwohl ich ein wenig nervös war. Aber mit der Hilfe von Bruno Gröning klappte alles gut. Dort habe ich sehr viel Kraft bekommen und ab da ging alles wunderbar. Wir reisten nach Argentinien, Paraguay und alles war gut. Die Vorträge waren sehr schön. Es kamen viele neue Freunde dazu. Auch Katharina Gabel aus Paraguay erfährt durch einen Ärzteinformationsvortrag von Bruno Gröning. Durch Herrn Dr. Plättner, der bei einem Zwischenbesuch von Argentinien aus Buenos Aires nach Asunción kam und einen Vortrag hielt vor Deutschen. Und es hat mich so beeindruckt, dass ich am nächsten Tag alles im Internet nachlesen musste, was da noch alles an Informationen gab. Und dann spürte ich einfach in mir, das muss man doch den anderen Menschen mitteilen, dass es sowas wie unheilbar eben nicht gibt. Katharina Gabel betreut im Freundeskreis mittlerweile den gesamten spanischsprachigen Bereich Mittel- und Südamerikas. In Lima trifft sie sich mit der Leiterin des portugiesischsprachigen Brasilien, Gerda Nickelmaier, und tauscht sich mit ihr aus. Die Jahre, die ich vorher schon in Brasilien mich in vielen sozialen Projekten engagiert habe, auch mit Straßenkindern, und da gespürt habe, wie wenig man diesen Menschen helfen kann. Und hier im Freundeskreis empfinde ich das, hier habe ich ein Mittel in der Hand, diesen Menschen wirklich zu helfen. Bueno, pues desde 1997 padecí. Seit 1997 litt ich an Bandscheibenvorfällen. Die Schmerzen waren schrecklich. Fürchterlich. Y los dolores eran terribles, eran atroces, ¿no? O sea que, ich habe verschiedene Therapien gemacht, nicht nur in Kliniken, Krankenhäusern, Druckkammer, Thermalbäder, Akupunktur, Heilpraktiker, Heiler. Ich ging zu allem hin, was die Leute mir empfahlen. Mire, donde me decían, yo iba buscando la solución, ¿no? Nun ja, die Schmerzen, die ich hatte, waren furchtbar. Ich brauchte ständig Schmerzmittel. Wenn ich einen dieser schrecklichen Schmerzanfälle hatte, mussten die Ärzte mir Neurobion zusammen mit Voltaren geben. Also nicht entweder das eine oder das andere, sondern beide gleichzeitig. Der Pfleger, der manchmal kam und mir 4 oder 5 Tage lang Spritzen gab, sogar der Pfleger wollte mir keine höhere Dosis geben, weil er fürchtete, dass ich Organschäden davontragen könnte. So stark waren die Medikamente. Wenn diese Schmerzen kamen, musste ich ihm beim Hinsetzen helfen. Es war eine sehr schwierige Situation für die Familie. Aber wir suchten Hilfe. Ärzte, Heiler, Therapeuten und alles. Alle haben gesagt, dass er praktisch unheilbar sei. Im Verlauf dieser 9 Jahre stellten die Ärzte aufgrund der Röntgenaufnahmen und Magnetresonanzen fest, dass ich mehrere Bandscheibenvorfälle hatte. Das heißt, an 3 verschiedenen Stellen der Wirbelsäule hatte ich Bandscheibenvorfälle. Als die Anfälle kamen, waren sie so stark, dass ich mich krümmte, dass ich tagelang nur in gebückter Haltung bleiben konnte, weil es so weh tat. Ich fühlte einen schrecklichen Schmerz vom Nacken die Wirbelsäule entlang. Und ich fühlte, wie die Muskeln sich zusammenzogen.
Era terrible el dolor que se sentía, ¿no? Es geht um eine Mehretage Wirbelsäule Veränderung in den Bereichen L2 bis S1, das heißt im Lendenbereich bis zum Steißbein. Diese Veränderungen sind ein Deutsch mit Verengung der sogenannten Foramina, sogenannte Stenosis foraminal, die Ursache oder die Schmerzen, ganz, ganz schwierige Schmerzen verursachen. Im Jahre 2003 ging ich nach San Borja und erfuhr von Bruno Gröning und der Heilung auf geistigem Weg. Er war auf Reisen und als er zurück war, habe ich es ihm erzählt. Und er antwortete, dass ich ihn nicht mit so etwas belästigen solle. Ich sagte ihr, nein, komm mir nicht mit so komischen Sachen. Ich dachte, dass eine Heilung auf geistigem Wege unmöglich sei. Für mich war das in diesem Moment völlig absurd. Nein, ich hörte nicht auf sie und sagte ihr, kommt mir nicht mit sowas. Ich glaubte blind an die Ärzte und die Schulmedizin. Das war im Juni 2003. Ich litt weiter bis Ende 2003, das ganze Jahr 2004 und im Jahr 2005 kam ein Tag, da konnte ich die Schmerzen nicht mehr ertragen. Mir standen die Tränen in den Augen und ich sagte zu meiner Frau Betty, komm, setz dich mit dem Freundeskreis in Verbindung, lass uns das mal anschauen, wo muss ich hingehen, ich halte es nicht mehr aus. Und dann fuhren wir doch zu Herrn Arturo Valdés. Ich brachte ihn zuerst mit dem Auto und dann hat er immer mehr Vertrauen bekommen. Dann ist er alleine gegangen und war viel glücklicher. Er hatte nicht mehr so viele Schmerzen. Daraufhin bekam ich weniger Spritzen. Und eines Tages nahm ich gar keine Tabletten mehr, bekam auch keine Spritzen mehr. Und das Korsett, das ich täglich trug, ich legte es mir morgens an und abends wieder ab. Also eines Tages sagte ich mir, jetzt werde ich es heute mal weglassen. Mal sehen, was passiert. Und auf einmal brauchte ich kein Korsett mehr und auch keine Spritzen oder Tabletten. Danach gab es einen Vortrag im Oktober 2006 in Lima. Und einige Tage vorher erhielt ich die Röntgenaufnahmen. Der Arzt hat sie angeschaut und mit den vorhergehenden verglichen und konnte es nicht glauben. Er schaute sich die Aufnahme nochmals an und sagte, Freund, du bist geheilt. Das ist unglaublich. Einige Tage später lernte ich Dr. Jorge Castañeda kennen und er sagte das Gleiche. Er war erstaunt über dieses Wunder, das Gott in meinem Körper getan hatte. Die Heilung von Herrn Cabeza, den ich übrigens auch persönlich kenne, ist für mich faszinierend, dass jemand nach so vielen Jahren Schmerzen praktisch in eine sehr schnelle Zeit, ja, dass die Beschwerden verschwinden sind, ist faszinierend und medizinisch nicht zu erklären. Seit Ende der 90er Jahre gibt es auch in asiatischen Ländern Bruno Gröning-Freunde und Gemeinschaften. Dabei ist die Entstehung und Entwicklung in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. In Japan war es so, dass die Frau Ebato, Japanerin in Deutschland, in München lebt. Und sie hatte vom Freundeskreis erfahren, hat große Heilungen bekommen. Und es war ihr Herzenswunsch dann, dass wir auch in Japan aktiv werden und Gemeinschaften aufbauen. Und das ist dann auch erfolgt. Wir haben dann auch mit ihrer Unterstützung dort Informationsvorträge gemacht und sind da praktisch jedes Jahr auch hingefahren. Thailand hat dadurch begonnen, dass ein Freund in Deutschland eine große Krebsheilung bekam. Er hat als Attaché an der deutschen Botschaft in Bangkok gearbeitet. Und er hatte dann daraufhin, nachdem er das erlebt hatte, auch den großen Wunsch, uns in Thailand für den Staat zu unterstützen. Und das hatte er dann auch getan. Und daraufhin ist dann ein Informationsvortrag gelaufen und eine erste Gemeinschaft eröffnet worden. Auf einem Kongress in Malaysia, in Kota Baru, hatten wir Kontakt bekommen zu einem Professor für Akupunktur und der hat uns eingeladen nach Peking
Und da sind wir dann auch gewesen. Ich muss sagen, das war für mich sehr erlebnisreich. Nur ganz wenige Chinesen sprechen Englisch. Und nur dadurch, dass wir dann Freunde aus Hongkong da hatten, die in der Lage waren, Englisch und Chinesisch zu sprechen, also das entsprechend zu übersetzen. Und das wurde mit ganz großem Interesse aufgenommen. Und es war aber dann nicht möglich, da Gemeinschaften zu starten, weil die Bedingungen in dem Land das nicht zuließen. Und so ist das immer wieder ein Auf und Ab in all den Ländern, in all den Jahren. Aber es war immer wieder der Gedanke, es ist jetzt noch nicht die Zeit, um es in die Größe zu bringen. Es ist jetzt einfach die Zeit der Vorbereitung, dass wir die nötigen Übersetzungen bekommen, um es vorzubereiten für eine Zeit, die kommt. Knapp 2 Wochen sind wir in 6 Ländern gewesen und haben insgesamt 8 Stationen. Und wir sind also zunächst mal gestartet über Singapur, dann Thailand. Wir waren dann in Bangkok, haben dort eine Tagung gehabt und von Thailand aus sind wir nach Tokio geflogen. Das ging dann auch wieder durch die Nacht. Wir sind am Samstagmorgen, am letzten Samstag, morgens in der Frühe in Tokio angekommen, wurden ganz liebevoll abgeholt und sind dann direkt zu unserer Tagung gefahren, haben dann am Samstag, Sonntag in Tokio die Tagung gehabt. Wir sind dann von Tokio nach Hanoi geflogen, in Vietnam. Wir sind dann innerhalb Vietnam nach Ho Chi Minh City geflogen, dem ehemaligen Saigon, und haben dort auch die Gemeinschaft vorgefunden. Die waren eben auch dort versammelt und wir haben dann an einem Abend dort eine Gemeinschaftsstunde gehalten. Es begann hier in Vietnam mit einem Kongress für Esperanto 1999. Und im Jahr 2007 war es besonders, die Frau Häusler war zum ersten Mal da und eigentlich auch das einzige Mal dann. Und damals war es so, wir brauchten hier in Hanoi einen neuen Gemeinschaftsleiter. Und an dem letzten Morgen, bevor wir zum Flughafen mussten, hatten wir noch 1,5 Stunden Zeit, um noch ein Treffen mit den Freunden zu machen. Ja, und bei diesem Treffen lernten wir dann die Frau Nuan kennen. Wir haben uns da sehr gefreut, dass Sie gleich mutig waren und Ja gesagt haben, die Gemeinschaft zu übernehmen. Ich weiß damals auch nicht, was der Gemeinschaftsleiter machen soll und weiß auch nicht, ob ich das machen kann. Aber was ich ganz genau weiß, dass die deutschen Freunde zu uns gekommen, nur um uns zu helfen. Und sie wollen die gute Sache für uns bringen. Und deswegen habe ich zugesagt, wenn Frau Häusler mich fragt, ob ich Gruppenleiter leiten würde. Von unserer Gemeinschaft bisher haben wir viele Erfolgsberichte und auch die Hilfe. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Dann waren wir von dort aus in Jakarta. Dann waren wir noch in Singapur. Ja, und die letzte Station dann nach Singapur war dann hier Australien. Wir sind gestern Morgen durch die Nacht sind wir geflogen von Singapur, sind hier dann in Sydney angekommen und dann ab Mittag war dann die Tagung. Ja, es gab über die Freunde einzelne Kontakte, zum Beispiel über ausgewanderte Freunde von Deutschland, die schon im Freundeskreis waren, und auch von hier verwandtschaftliche Kontakte nach Deutschland. Und so entstand der Wunsch, zuerst in den Städten Sydney und Melbourne. Und man hat auch gesucht nach Kontakten und so wurde eine erste Reise geplant in der Mitte der 90er Jahre. Und es war so, dass dabei dann erste Gemeinschaften entstanden. Ja, ich bin im Jahr 2000 nach Sydney gekommen und damals gab es in Australien vereinzelte Freunde und auch in Sydney hatte sich gerade eine neue Gruppe gebildet, eine neue Gemeinschaft. Und die durfte ich nach einiger Zeit übernehmen
Und wir hatten dann lange eine Gemeinschaft in Sydney und eine andere Gemeinschaft in Melbourne. Aber wir haben dann auch Informationsvorträge gehalten in Canberra, in Atherton im Norden, das ist in Queensland. Und so haben sich mehr Freunde zusammengetan. Und wir haben halt gemerkt, der Heilstrom wirkt überall. Und viele neue Interessierte sind sehr überrascht, wie stark man den Heilstrom spüren kann. Und das ist, denke ich, für viele auch ein Grund, dabei zu bleiben und das weiter auch für sich selber anzuwenden und dann dadurch auch die Erfolge zu erleben. I am 72 years old. Ich bin 72 Jahre alt. 1973 stürzte ich eine Felswand hinab und verletzte meine Wirbelsäule. Es betraf L4, L5 und S1. Die Ärzte sagten mir, ich würde noch vor dem Alter von 45 Jahren im Rollstuhl sitzen. Ich konnte nicht lange sitzen, konnte nicht auf dem Bett liegen, nicht Auto fahren. Und ich bin Feuerwehrmann. Ich fahre normalerweise Feuerwehrfahrzeuge. Das machte es sehr schwer. Die Arbeit war sehr hart. Er nahm eine Menge Schmerzmittel, Entzündungshemmer, sogar Medikamente gegen die Entzündungshemmer, um Geschwüre zu verhindern. Meine Frau nahm mich mit zu einem Bruno-Gröning-Treffen. Sie war neugierig geworden wegen eines Fotos, das sie bei einem Freund sah. Auf jeden Fall ging ich mit zum Treffen. Und seitdem kann ich alles machen, was ich will. Ich kann heben, ich kann fahren. Und die Filmcrew hier kann bezeugen, dass ich jetzt ohne Probleme einen Bus fahren kann. Jetzt ist er wieder bei der Feuerwehr, bekämpft Feuer, klettert auf Berge, schwimmt, fährt mit seinem Rad durch die Stadt. Er erledigt eine Menge Arbeiten in der Stadt. Er ist ein sehr starker Mann, so als ob nie etwas gewesen wäre. Wir sind sehr, sehr glücklich. Ich kann nur sagen, dass ich Gott danke für die Heilung, die ich erhalten habe. Ja, das war Australien und Neuseeland war immer weit hinterm Horizont, auch von Australien. Und es war immer auch mal mein Wunsch, auch dorthin zu kommen. Es ist ja genau auf der gegenüberliegenden Seite von Deutschland. Und so war das denn in diesem Jahr zum ersten Mal auch für mich. Es gibt da inzwischen zwei Städte, in denen Freunde und teilweise Gemeinschaften sind. Und zwar Auckland und Wellington. Und im Herbst letzten Jahres hatte der Herr Knörringer mit seiner Frau dort zum ersten Mal Vorträge gehalten und die Gemeinschaften waren entstanden. Ich war kurz vorher oben gewesen, links oben an der Weltkarte in Alaska und jetzt bin ich hier unten in Neuseeland, rechts unten im unteren Eck. Und das habe ich so bewusst gemacht, ja, wie groß der Bruno Gröning Freundeskreis geworden ist, dass wirklich in diesem obersten linken Teil Gemeinschaften bestehen und auch rechts in der unteren Ecke Gemeinschaften jetzt aufgebaut werden können. Ich muss sagen, dass jetzt wirklich die Lehre um die ganze Erde ist und dass jetzt praktisch der Ring, von dem Bruno Gröning gesprochen hat, jetzt richtig geschlossen ist. Bruno Gröning sagte, die Erde droht zu zerspringen. Ich lege ihr einen Ring um, dann kann sie nicht zerspringen. Für mich überschreitet dieser Heilstrom alle religiösen Grenzen. Er bringt dem Planeten Frieden. It is bringing peace to the planet. So we feel so strongly about. Uns ist diese Welt so wichtig. Die Verbreitung von Bruno Grönings geistigem Heilen und dem Freundeskreis auf der ganzen Welt. Viele von uns spüren, dass das eine tiefgehende, gottgegebene Energie ist. Und dass wir das für unsere Freunde und unsere Familien tun können. Und so wie wir stärker werden, werden auch sie stärker. Und es breitet sich aus, fast wie ein Buschfeuer. Und ich glaube, wenn genug Menschen das machen würden, was würde passieren? Die friedvollen Menschen würden den Frieden fördern und es wäre Frieden. Das ist eine Gruppe, die in Deutschland ansässig ist. Wir haben Gruppen in Jerusalem. Das erschüttert mich immer wieder. Heilung. Nur darum geht es. Im Jahre 2002 kam ich nach Israel und habe in Jerusalem eine Gemeinschaftsstunde unter anderem gehalten. Und dort kam dann eine Frau in die Gemeinschaft. Sie war sehr skeptisch und setzte sich auch dementsprechend so hin. Und
ungefähr in der Mitte der Gemeinschaftsstunde fing sie an zu weinen, ganz heftig an zu weinen. Das beruhigte sich dann immer mehr. Und am Ende der Stunde hat sie uns dann anvertraut, dass sie herkam mit einem ganz starken Hass auf die Deutschen. Sie hatte immer noch die Bilder vor ihren Augen, was sie damals als Kind erleben musste mit der Judenverfolgung. Und ihre ganze Familie ist von den Deutschen getötet worden. Und sie war die einzig Überlebende. Und so saß sie vor mir und ich stand vor ihr als Deutsche. Und ja, sie hat mich dann nachher in den Arm genommen. Und es war eine richtige Herzensverbindung dann entstanden. Und sie berichtete, sie ist frei. Sie spürt diesen Hass nicht mehr. Sie hat den Hass nicht mehr. Das war für sie etwas so Großes. Ich stamme von Galizien, Polen. Heute ist das Ukraine. Ich bin gewesen in Ghetto Nadworna bei Stanislaw, der Stadt Lemberg. 13 Jahre bin ich geblieben alleine auf der Welt. Ich bin raus. Für mich, das, was kommen von Deutschland, Leute, von Freunden Bruno, ist ein großer, großer Winter. Für mich ist das Anfang fast unbeglaubt. Unbeglaubt. Ich glaube, das ist ein sehr großer historischer. Es fehlt mir das Wort in Deutsch zu sagen. Wie ist das für mich, was Dafka von Deutschland, von deutschem Volk, kommen zu uns Leute mit der ganzen Liebe, mit einem offenen Herzchen, uns zu helfen. Und wenn wir das tun können als Deutsche, die ja vorher keine gute Geschichte hatten im Dritten Reich, dann ist das eigentlich etwas Wunderbares, den anderen Völkern das zu bringen, was eigentlich eine frohe Botschaft ist, was eigentlich das Heil bedeutet. Und das haben wir so erlebt, als wir gerade just in den Orten in England waren, London, Birmingham und Manchester. Und wir haben später erfahren, das waren die drei Städte, die zuerst bombardiert worden sind. Und das ist uns nahegegangen und dass wir in Liebe aufgenommen wurden. Die Brüder Damir und Ivo Kovacevic stammen aus Kroatien, sind aber in Deutschland aufgewachsen. Hier erfahren sie Ende der 80er Jahre von Bruno Gröning. 1995 kehrt Damir nach Kroatien zurück, um sich dort eine Existenz aufzubauen. Zu diesem Zeitpunkt herrscht im ehemaligen Jugoslawien noch Krieg. Ja, bei uns war der Hass hier sehr ausgeprägt gewesen. Durch den ganzen Krieg, der entstanden ist, auch vorher schon. Dadurch konnte überhaupt dieser Krieg kommen, der wirklich also fürchterliche Schäden also hier angerichtet hat, auch in den Menschen, psychisch auch. Und dieser Hass, der ist immer noch vorhanden. Ich sage bewusst, der war immer noch vorhanden. Und wir sehen es immer wieder. Menschen kommen in den Freundeskreis, in die Gemeinschaften und durch das Aufnehmen der Heilkraft, durch diese göttliche Kraft, ändert sich einfach ihr Denken. Durch den Heilsturm, durch die Heilkraft, durch die Aufnahme und das Besuchen der Gemeinschaftsstunden kommt die Erkenntnis und dann auch der Wunsch und dann auch wirklich die Kraft, das abzugeben. Also Hass kann man sogar abgeben. Und dann kommen die Geschenke. Als erstes, dass die eigene Gesundheit kommt. Zum Beispiel unsere Frau Beretic mit der Sudek-Heilung, die hat dadurch dann die Heilung von Sudek bekommen können. Das hat sie selber erkannt. Anfang 1996 erlitt Vera Beretic einen Schulterbruch mit Nervenlähmung der linken Hand und des Unterarms. Als die Lähmung nachließ, stellten sich Komplikationen ein, eine sogenannte Sudek-Dystrophie mit Zerfall des Gewebes und Entkalkung der Knochen. Trotz einer Vielzahl von Therapien litt sie 3 Jahre unter unerträglichen Schmerzen. Nach 3 Jahren sagten mir die Ärzte, sie werden für immer invalide sein und immer starke Schmerzen haben. Ich brach damals in Tränen aus und fragte mich immerzu, wie soll ich bloß damit leben? Sie sagten, ich muss damit leben. Ich musste in Invalidenrente gehen. So bestand mein Leben nur noch aus Schmerzen.
Ich legte mich unter Schmerzen hin, stand unter Schmerzen wieder auf. Das Leben ohne Sinn, nutzlos für mich selbst und auch für die anderen. Da lud mich meine liebe Freundin zu einem Informationsvortrag Heilung auf geistigem Wege durch die Lehre Bruno Grönings ein. 2 Jahre lang ändert sich für Vera Beretitsch nichts am Zustand ihres Armes, doch dann hat sie ein einschneidendes Erlebnis. Ich war gerade in einer Gemeinschaftsstunde, in der über 50 Personen anwesend waren. Ich meldete mich und hörte mich beim Hinausgehen sagen, ich habe Regelungen, ich spüre Hass in mir und das Gefühl, nicht verzeihen zu können. Hass ist ein Gefühl, das wirklich alles vernichtet. Ich war mir dessen überhaupt nicht bewusst. Das war das erste Mal, dass ich aus vollem Herzen sagte, Bruno, mein Freund, nimm mir das ab. Am nächsten Morgen wachte ich auf. Eine Leichtigkeit, die Seele frei. Und ich hatte ein kleines Bild im Sinn, dass Vergebung ist, zu verzeihen, was man nicht mehr verzeihen konnte. Und da begriff ich, dass Vergebung ist, wenn man sich von Vorurteilen löst, von diesen Gedanken an jemanden, der einen verletzt hat, und ihm stattdessen liebevolle Gedanken schickt. Und erst als mir das bewusst wurde, dieser Hass, diese Starrköpfigkeit, diese Verletztheit, da bekam ich erst wirklich die Heilung von der Sudeck-Dystrophie. Es war eine große Tagung in Zagreb. Da wurde Bruno Grönings Originalstimme von einem Band abgespielt. Ich rieb mir den Arm und dachte, aber das kannst du doch nicht. Und danach gleich der andere Gedanke. Lass mal sehen, was du noch kannst. Und dann ballte ich die Hand zur Faust und hob den Arm hoch und musste so bitterlich weinen, wie ich in den schwersten Tagen mit den größten Schmerzen nicht geweint habe. Aber was am allerwichtigsten war, ich bekam den starken Gedanken, Gott, dich gibt es wirklich. Ich hatte ja bisher nie an ihn geglaubt. Ich wartete so 15 oder 18 Tage, ging dann zu meiner Ärztin, die mich in dieser ganzen Zeit betreut hatte, und bat sie um eine Untersuchung. Sie erinnerte sich an mich und an meine Diagnose, die so schmerzhaft war. Sie untersuchte mich 3-mal und sagte schließlich, das ist nicht möglich, das ist unmöglich, das ist unheilbar, das gibt es nicht. Ich bat sie, bitte schreiben Sie das auf, was Sie gerade festgestellt haben. Und sie schrieb, dass meine Hand vollkommen gesund ist, die Empfindungen normal ausgeprägt, der Händedruck kräftig und stark. Von da an änderte sich mein Leben völlig. Viele Bruno-Gröning-Freunde haben erlebt, wie sie durch die Aufnahme des Heilstroms frei wurden von Hass- oder Rachegefühlen und wie sie früheren Feinden oder Peinigern verzeihen konnten. Im früheren Jugoslawien sind solche Heilungen besonders häufig. Ich habe ja Geschichte studiert und habe gesehen, bis sich so ein Hass wieder abbaut zwischen Völkern, dauert oft Generationen. Das geht nicht so einfach so. Und hier ist es erstaunlicherweise noch in der gleichen Generation. Diejenigen, die gesagt haben, ich kenne eine Frau persönlich zum Beispiel, die hat gesagt, da werde ich nie wieder hingehen. Es geschah, als der Krieg begann. Ich habe einfach für alles, was geschehen ist, Serbien verantwortlich gemacht. Das gesamte Volk. Ich wollte mit diesem Volk nichts mehr zu tun haben. Ich schwor mir, wenn dieser Krieg zu Ende geht und ich noch am Leben bin, wird mein Fuß nie wieder serbischen Boden betreten. Die ist dann auf eine Fahrt mitgekommen und war dann... Ja, die ist aus Sarajevo. Und ist Gemeinschaftsleiterin dort gewesen. Und in Sarajevo war eine Frau aus Serbien, bei ihr in der Gemeinschaft. Und die hat sie gebeten um Hilfe. Und sie war ja Freundin bei ihr und sie war ihre Gemeinschaftsleiterin, hat ihr natürlich geholfen. Jetzt hatte sie Verwandte in Serbien. Und die hat sich wirklich geschworen gehabt, nie wieder einen Fuß auf serbischen Boden zu setzen. Und plötzlich hieß es, ein Einführungsvortrag in Serbien. Und da ist sie mitgefahren. Und da hat ihr das berichtet da. Und die 50 Freunde, die serbischen Freunde, die da gesessen haben, ich war auch mit dabei persönlich, die hatten alle Tränen in den Augen. Die hat das vor allem berichtet. Ne? Und ich sprach davon, wie es damals in Sarajevo war. Und wie ich sie alle dafür verantwortlich machte. Und dass ich nichts, aber auch gar nichts mit irgendjemandem von ihnen mehr zu tun haben wollte.
Und doch bin ich jetzt hier und bin glücklich, hier zu sein und Sie alle sehen zu können und einfach davon zu sprechen, welches Geschenk ich damit erhalten habe. Und ich erkannte, dass ich endlich frei bin, dass es keine Wut mehr gibt und dass man verzeihen muss. Als ich fertig war, war es still. Und als ich die Menschen anschaute, sah ich, dass sie weinten. Kein Auge blieb trocken. Und es waren viele Männer und Frauen da. Und da erkannte ich, dass wir alle ähnlich empfunden haben und dass wir jetzt durch diese Lehre die Gnade erhalten haben, wieder frei zu sein. Frei von diesem Gefühl, das uns unglücklich machte. Aber wir wussten es nicht. Viele von uns wussten es nicht. Und das war es, was alles so besonders machte. Ich wusste, dass es für mich etwas Besonderes war. Und ich war so dankbar. Ich bin dankbar, dass ich in diesem Freundeskreis bin. Was wir hier erleben, was hier geschieht, also dass wir zum Beispiel nach Belgrad fahren und wir besuchen da die Gemeinschaften. Wir kommen mit mehreren Freunden hier aus Kroatien und Slowenien, besuchen die dort, sitzen zusammen, mehrere Stunden sprechen zusammen über die Lehre. Das ist absolut was Geniales, ne? Und wir hatten ja jetzt die Zagreb-Tagung. Da sind erstmalig 25 Freunde aus Serbien gekommen. Das haben wir noch nie, so viele. Und dass da Menschen, also nicht jetzt irgendwas Politisches, dass da jetzt politische irgendwelche Verhandlungen sind oder sowas, dass ganz normale Bürger sich von Serbien und Kroatien besuchen und zusammen sprechen, das ist, ich weiß nicht, ob es sowas noch hier gibt irgendwo. Das ist, also für mich ist das was ganz Einmaliges. Und das erfüllt mich ganz besonders und gibt mir auch wieder Antrieb, immer weiterzumachen. In New York wird dem Bruno-Gröning-Freundeskreis im Mai 2013 eine ganz besondere Ehrung zuteil. In der ökumenischen Tillman Chapel der UN verleiht die World Peace Prayer Society Dieter Häusler stellvertretend für den Freundeskreis den Peace Pole Award. Eine Auszeichnung, mit der in der Vergangenheit unter anderem so bedeutende Persönlichkeiten wie die Friedensnobelpreisträger Mutter Teresa und Dalai Lama sowie Papst Johannes Paul II. Geehrt wurden. Good afternoon, everyone. Welcome to the United Nations. Die World Peace Prayer Society, kurz WPPS, ist eine an die Vereinten Nationen angegliederte Nichtregierungsorganisation und hat sich zum Ziel gesetzt, unter dem Motto »Möge Friede auf Erden sein«, die Menschen aller Länder zusammenzubringen. Den Preis überreicht die UN-Repräsentantin der WPPS, Reverend Deborah Moldo. Es ist etwas ganz Besonderes und sehr angemessen, dass die Freunde Bruno Grönings hier sind. Gerade jetzt in dieser Zeit, die der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon die Zeit des großen Wandels genannt hat. Wenn unser Körper heil ist, nennen wir es Gesundheit. Und wenn unsere Welt heil ist, nennen wir es Frieden. Und indem wir uns selbst heilen, heilen wir unsere Welt. Es ist mir eine Ehre, den Freunden Bruno Grönings heute einen Peace Pole zu verleihen. Und so möchte ich mit Dankbarkeit für die schöne, selbstlose Arbeit der Bruno Gröning-Freunde diesen Peace Pole im Namen der World Peace Prayer Society überreichen an Dieter Häusler und Susanne Reuss. Dieter Häusler und Susanne Reuss. Thank you so much. Thank you so much. I see it's a sign for Bruno. Ich sehe es als ein Zeichen für Bruno Gröning und seine Arbeit. Und ich sehe es als ein Zeichen für alle Freunde, seine Arbeit fortzusetzen, Frieden, Liebe und Gesundheit auf der Erde zu verbreiten. Ich danke Ihnen sehr. Thank you so very much. Thank you very much. Bruno Gröning always said that he came for all mankind. Bruno Gröning sagte immer, dass er für die gesamte Menschheit gekommen ist, für wirklich jeden.
Und im Bruno-Gröning-Freundeskreis haben wir keine Sprachbarrieren. Grenzen zwischen Ländern existieren nicht. Wir verstehen, dass alle Menschen gleich sind, dass die Menschen dieselben Wünsche im Leben haben, dass alle Menschen überall, alle Männer und Frauen für ihr Leben Frieden wollen. Inneren Frieden und Frieden in der Welt. Verständnis. Und sie wollen geliebt werden und in der Welt Liebe ausdrücken. Und das ist der Kern von Bruno Grönings Botschaft.